Okay. Bisschen geschlafen. Und dann geht's schon weiter, MacReady. Komm. Komm schnell, MacReady. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Ja. Es ist jetzt wurscht, auf welcher Seite. Ach nee, guck mal. 22, 72, 18. Hä? Was, 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 was? Ach so. Moment mal. Ich will mal eben gucken. Karte. Ach, das ist dieses... Ach, das ist die Vault. Warte mal, die kann ich aber... Die könnte ich aber mal rausnehmen. Städtisches Wissen könnte ich auch rausnehmen. So. 73? Das ist das Weiteste? Moment, echt? Aber es ist hier unten drin. Also wir müssen auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall hier unten. Aber es geht hier lang, ja. Beziehungsweise hier lang, ne? Ja, naja, gut. Mal schön gucken, ob irgendwo eine Mine oder irgendwas ist. Hallo? Ist jemand hier? Achso, das ist die Tonne, die brennt. Ich dachte, was knistert denn hier so? Was knistert denn hier so, dachte ich. Was ist das denn? Oh! Eine Nuka-Cola Quantum. Yay! Ist cool gemacht, dass die hier hinten so in der dunklen Ecke liegt und leuchtet. Ach, guck mal. Wir sind ja schon richtig weit gekommen. Hm? Todesschütze. Okay, nochmal so welche. MacReady? Okay, wir sind irgendwie an der Stelle anscheinend. Ist das da eine Vault? Es gibt Ärger, Leute! Ja. Wir machen das mal so. Immer einen nach dem anderen. Oh, kritischer Treffer ist voll. Sehr gut. Ach, ich lade immer nach. Das ist so doof. Muss ich gar nicht. Ey! nee, Moment. So? Oh nö. Jetzt hör mal auf. Oh, ich hab schon. Oh, ich lade mal nach. Das mache ich immer so automatisch. MacReady, ach so, da bist du. Ich wollte gerade sagen, machst du auch was oder was? Ey. Moment. Echt? Direkt so hier vor? Ja, dich treffe ich ja so locker so, bitte. Ja, ich wollte schon sagen. Ja, der Kopf ist abgefallen. Wir wissen es ja. Ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Bam! Wunderschön. Ja, mir hat's Spaß gemacht. Schön der Kopf weggeglüht. Ja, es ist eine Vault. Es ist eine Vault. Krass. Okay. Da lag... Ach so, das ist der andere. Der, von dem nicht mehr viel übrig ist. Ja, krass. Jetzt kann ich mal nachladen. da gucken wir uns jetzt hier erstmal... Was? Ach, Berg. Ja, sofort. Ich will mich erst noch ein bisschen umsehen. Oh. Oh, da geht's an die Oberfläche. Vielleicht sollten wir erstmal zu Sanctuary, bevor wir in die Vault gehen. Weil dann hängen wir ja erstmal wieder da drin rum, ne? Das ist irgendwie... So gern ich da jetzt auch gerade rein möchte, ist das irgendwie uncool. Guck mal eben noch mal, ob hier irgendwas ist. Ne, ein paar Flaschen. Whisky oder so. Hoch. ja. Terminalgrafikkarte. Was?
Terminal-Grafikkarte. Terminal! Ja. Gut. Ja, Leute, ich glaube, ich würde sagen, wir gehen erst noch mal kurz hoch. Ja, und erstmal reißen wir hier noch ein paar Sachen ab. Weil, ja, ihr wisst ja warum. Ich will das ja jetzt schon seit zwei oder drei Folgen machen. Und ich glaube, ich gehe dann jetzt hier nochmal hoch. Ich komme hier bestimmt raus, oder? Ja, sieht sehr gut aus. Back Bay. Ja, komm. Tut mir leid. Ich habe auch Bock auf die Vault, aber die nehmen wir uns dann die nächste Folge vor. Versprochen. Versprochen. Schon wieder dieses fliegende Ding hier. Das ist witzig, wenn ich das Spiel starte, dann habe ich immer was Neues, was ihr ja meistens nicht seht oder so. Und immer, wenn ich hier spiele, kriege ich immer diese Werkbank, diese Roboterwerkbank. Das ist irgendwie doof. Ich weiß nicht, warum denn nicht im Spiel. Vielleicht müssen wir unbedingt mal was mit der Roboterwerkbank machen, damit das Spiel mir das nicht immer wieder zeigt. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall doof, weil wäre eigentlich cooler, wenn ich hier mal neuere Sachen vor. Ich kann da unten natürlich. Da unten stehen ja unterschiedliche Sachen, aber wenn ich hier auch mal neuere Sachen sehen würde im Let's Play. Und ihr auch, ne? Was? Vault 114. Haben wir ja gerade unten schon entdeckt. Da steht wer. Oh, das ist wieder eine Puppe. Das ist wieder eine Puppe. Wie geil ist das denn, Leute? Ich würde das ja als Thumbnail nehmen, aber es ist, glaube ich, weiß ich nicht. Erkennt man eh nichts drauf, ne, weil es so weit weg ist. Was ist das denn da? Ach so, das ist einfach nur Licht. Ah, diese blöden Puppen. Aber das ist ein cooles Element, ey. Ja, genau. Guck dich mal um. Ja, krass, dann können wir ja eigentlich letztendlich hier hin, verstehe. Dann können wir ja hier dann gleich zurück. Park Street Station. Lass uns mal kurz um uns hier so rumgucken und dann nach Sanctuary gehen, bitte. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Man sieht kaum was bei diesem Wetter. Humbricks Comics. Hä? Aha. Wo? Welches? Das hier? Humbricks Comics. Ach, wie cool. Spur des Blinders. Kronkorken. 38 Patrone 4. Ich muss ja zu Sanctuary. Das hat doch alles keinen Zweck. Komm, wir gehen einmal kurz da rein, oder? Wir gehen einmal kurz da rein. Was? Hier sind irgendwo und ein Hund, höre ich. Wer bist du denn? Zeig mir, was du drauf hast. Da kommen sie. Hallo. Ach, die haben da in der Ecke gesessen. Oh, hoffentlich ist das jetzt hier nicht so riesig. Das ist doch nur ein kleiner Laden, oder? Dir nur den Arm abge. Ey, Moment. Nicht in die Enge treiben, ja? Das mag ich nicht. Genau, mach mal MacReady fertig. Oh. Das wird nicht lang dauern. Wow, wow, wow. Oh, hallo. Im Ernst jetzt? Ja. Oh, Leute, was kommt denn da? Was kommt denn da auf uns zu? Ach du Scheiße. Wie viele Gegner sind das? Ich würde ja hier was hochjagen, aber das ist echt gefährlich hier drin jetzt. Fuck, Leute. Zieht euch das mal rein. Eieieiei. Jetzt geht's aber ab hier. Wo sind die denn alle? Kommen die jetzt noch, oder? Die sind alle eine Etage höher. Boah. Was für eine Enttäuschung. Ja, wir gehen jetzt eine Etage höher und dann kannst du nochmal richtig rumballern. Ey, geh mir mal aus dem Weg. Kronkorken. Plastikgabel.
Wo ist denn der eine? Der ist doch gerade einer hochgegangen. Ach, hier ist er. Oder das, was da von ihm überblieb. Kronkorken. Okay, dann gehen wir mal eben eine Etage höher. Und holen uns die anderen alle da, ne? Ach so, hier ist das Klo, okay. Oh, scheiße! Oh, fuck you! Boah, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Nee, ich muss irgendwas treffen, bitte. Oh. Alter! Da habe ich mich jetzt aber erschrocken. Meine Kacke, ey. Was ist das denn hier? Okay. Aufzeichnen des Plünderers. Das ist wohl echt das Schlimmste, das ich in meinem ganzen Leben gerochen habe. Ja, eine Leiche und Kacke, sag ich mal, ne? Warte mal, Patron. Kann ich das direkt abspielen? Käfigrüstung. Okay. Tarnmuster. Okay, okay. Aufzeichnung des Plünderers. Warte mal, kann ich das Transfer nehmen? Ich kann es nur nehmen jetzt so, ne? Käfigrüstung. Hm. Du trägst so viel. Ja, ja, ich weiß. Aber ich möchte mal gucken. Ich glaube, die ist zum Beispiel, die ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt trage ich wieder zu viel. Ich muss unbedingt nach Sanctuary, ey. Ich glaube, ich gehe hier erst nochmal raus, bevor wir die da oben platt machen. Oder? Ich muss echt Sachen wegbringen. Es ist echt dringend jetzt. Ah! Auch wenn ich mich gerne im Comicladen... Ja, was geht? Hey! Auch wenn ich mich gerne im Comicladen bewege. Oder wisst ihr, was ich mache? Ich kann das ja alles hier hinwerfen, ne? Ich kann dem ja so ein bisschen was abnehmen. Und das werfe ich einfach hier hin. Und dann kann ich das hier auch wieder herholen. Die Laserpistole, die sie benutze doch eh nicht. Den Raketenwerfer will ich auf jeden Fall behalten. Den kann man bestimmt gut verkaufen. Die benutzt du auch nicht. Wir müssen das alles mal wegbringen, MacReady. Mich nervt es echt. Käfigrüstung. Oh, die ist gut. 24-27? Warte mal. Aber das ist eine komplette Rüstung, ne? Vielleicht gebe ich dir die mal. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch irgendein Fehler. Ich nehme den immer Sachen weg und dann kann ich dem nichts mehr geben. Das ist doch nicht normal. Warte mal. Okay, die Sachen kann ich ihm geben. Oh, ey, nee. Echt. Das geht mir echt auf den Sack, ey. Warte mal, dann ich guck mal, ob ich, kann ich dir noch ein bisschen Schrott geben? Hey! Brauchst du was? Nee, hör auf zu labern jetzt. Ja, bla. Hilfsmittel, diverses Schrott. So, ich guck mal, wie viel ich dir noch geben kann. Ey. Ey, gar nichts? Was? Haben wir hier irgendwas? Guck mal, ich kann das hier in die Kasse packen zum Beispiel. Dann holen wir das da wieder raus. Das vergesse ich wahrscheinlich eh, aber... Da liegt auch Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld. Ich will die Vorkriegsgeld. Ich will das Vorkriegsgeld nehmen. So, Registerkasse. Transfer. So, dann tun wir hier mal den ganzen Schrott rein. Dann muss ich mal gucken. Dann muss ich das da einfach wieder rausnehmen. Schrott. Warte mal, alles nehmen? Kann ich kompletten Schrott lagern? Nee. Kann ich nur einzeln. Okay. Ach, da habe ich diese Schwanendinger. Die würde ich aber schon gerne mitnehmen, bevor ich die hier vergesse. Zigarettenkiste. Die kann auch noch weg. So, warte mal. Moment. Nee. Nicht verrostete Blechdose. Pümpel. Wo ist es? Das hier. Das ist, glaube ich, auch so schwer, ne? Deswegen kann ich kaum was tragen. Aber so ist das schon mal besser. Oh, hier ist auch ein Terminal. Ich kann immer noch nicht mehr tragen? Ich bin immer noch... Du kannst nicht rennen. Krass. Scheiße. MacReady. Oh, gut. Transfer. Okay, das ist diese Rüstung wahrscheinlich, ne? Wo haben wir sie denn? Kleidung. Metallrüstung. Ja. 27. Oh, bitte erinnert mich daran, dass ich hier nochmal rein muss. So, jetzt sieht's aber besser aus, ne? Ja. Ich glaube... Was? Ich glaube, bevor wir jetzt hier weitergehen, gehe ich echt eben nach Sanctuary. Das ist doch kacke sonst. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Ja, komm. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Das wird doch sonst wieder nichts.
Dann mache ich kein Thumbnail von dem Dings, sondern von dem Comicladen, ne? Würde ich mal meinen, oder? Guck mal, mit MacReady, der da drin steht. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt stehst du im Weg, MacReady. Toll. ja. Ja, sorry, Leute. Aber wir müssen das mal... Wir müssen echt... Ich muss den... muss Sachen wegbringen. So. Und ich muss halt Betten bauen und sowas. Das muss echt sein. Sanctuary. Ja, komm. Hin da. Ach, guck mal. Der Robco Pip-Boy ist das ultimative persönliche Computersystem. Ja, den hatten wir aber schon. Es wäre echt schön, wenn wir mal was haben, was... Also was haben, was wir noch nicht hatten. Ja. Notsignal gefunden. Ja, es ist unsers. So, hallo zusammen. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Ja, ich freue mich auf dich wiederzusehen. So, erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen, bauen wir jetzt Betten. Warte mal, wo war das denn nochmal? Möbel? Ja, Möbelbetten. Und wir bauen jetzt einfach irgendwelche irgendwo hin. Einfach draußen auf die Straße. Nein, die müssen überdacht sein, ne? Guck mal, wir sind zum Beispiel hier, glaube ich, noch gar nicht drin gewesen, oder? Haben wir hier schon Betten drin? Wir haben, glaube ich, überall schon Betten drin. Wie viel brauchen wir denn? 9 haben wir und wir sind... Hallo? Wir sind... Ist das das Erste da? Wir sind... Wie viele Leute sind wir denn? 11. Wir waren doch 12. Ist einer gegangen? Geht das? Passiert das? Scheiße. Okay, warte. Erstmal. So, erstmal. Einmal. So, und hier können wir auch noch eins reinstellen. Oder mehrere. Wir sollten vielleicht mehr machen, weil wir immer irgendwelche Leute hier hinschicken. So. Und die Kronkorken müssen wir auch mal rausholen, ne? Damit Sanctuary nicht angegriffen wird. So, jetzt haben wir 12 Betten. Scheiße. Wir waren 12 hier, meine ich. Es ist bestimmt jemand gegangen. Was ist hier? Können wir hier noch ein paar Betten reinhauen? Hier sind auch Betten drin. 2 Stück. 3. Oh. was ist hier gegenüber? Warte mal. Das mal verwerten. Ja. Oh, da ist ein Safe. Aber den kann man auch nur verwerten. Okay. Und dann tun wir hier noch Betten rein. Komm, das verwerten wir auch. Und dann tun wir hier auch noch Betten rein. Scheiße, ich bin der Meinung, wir waren 12. Es ist bestimmt jemand gegangen. Einfach, weil nicht genug Betten da sind. Wenn ich immer auf den Boden schlage. Oh Mann, ey. Ja, komm. Lagern, verwerten. Ja. So. So. Betten. Steigt die Moral jetzt wieder? 75, das geht noch, aber ja. Hey, na, alles klar? Sonst quatschen mich ja immer alle an hier und jetzt nicht, oder was? Hier war ich schon drin, ne? Ne, hier war ich noch nicht drin, okay. Dann hau ich hier auch noch welche rein. Kann man ja immer noch mal anders machen, nur... Huch, Hauptsache wir haben genug Betten hier. So, jetzt haben wir 16 Betten. Das muss erstmal reichen. Wo bin ich? Ach, hier. So, MacReady, wo bist du? Ich würde gern mal den Kram hier loswerden. Wo ist der? Wo ist MacReady? Dass ich hier immer meine Begleiter verliere. Da ist er doch. Hallo. Komm mal her. Beziehungsweise komm, ich kann auch eben mit Kram gehen. Ach so, alles nehmen ist schlecht.
Jetzt hast du aber keine Waffe mehr, oder? Moment, hast du noch eine Waffe? Ja, okay. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach wieder die Waffe wegstecken. So. Ja, jetzt kann ich nicht mehr gehen. Das weiß ich. Hau ich das alles einfach hier rein jetzt? Ja, komm. Egal, ich habe hier so oder so alles Mögliche drin. Guck mal, hier habe ich sogar Patronen drin. Wie kommt das denn? Die nehme ich aber mit. Waffen? Kleidung? Hier, sowas muss ich zum Beispiel rausnehmen, ne? Und die Kronkorken, ganz wichtig. So, gesamten Schrott lagern. Und dann haben wir zum Beispiel den. Die kann hier rein, die behalte ich mal. Die bleibt auch bei mir. Plasmine. Das kann rein, der Raketenwerfer. Ich habe zwar da hinten meine Waffendinger, aber... Warte mal, okay, das ist die, die ich jetzt im Moment habe. Die sieht sehr gut aus. Warte mal, modifiziert. Warte mal, ist das die oder die? Da muss ja irgendwo ein Herzchen dran sein, ne? Das ist die, die ich benutze. 32 Schaden. Okay, und was ist mit der? 37. Aha, oh. Dann kann ich ja die... Die hat aber ein Visier, ne? Die nicht. Dann muss ich da mal ein Visier dran packen. Müsste ich ja eigentlich jetzt machen können, ne? Warte mal, dann behalte ich die und hau die weg. Die Kampfflinte kann auch noch weg. So, Kleidung. Weg, 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 weg. Ich muss dann einmal mit der Ausrüstung und allem nochmal gucken. Der Vollhelm kann auch erstmal weg. Aber ich sollte dem MacReady auch was zum Anziehen geben, ne? Vielleicht nehme ich die mit für MacReady und gebe ihm die Rüstung auch, die da in dem Comicbuchladen liegt. Das kann aber weg. So, was habe ich denn sonst noch? Ach, Aufzeichnung des Plünderers. Das wollte ich ja noch lesen. Das kann ich ja dann gleich machen, wenn ich wieder im Comicbuchladen bin, ne? Fusionskern. Der Rest ist alles was anderes, ne? Alles klar. Splittermine, das behalte ich alles. Obwohl, die Splittermine kann ich auch hier reintun. Die benutze ich auch irgendwie so kaum. Die auch. Flammenwerfer benutze ich. Und den Rest behalte ich alles. Ja. Die Powerfaust, ja. Die habe ich noch nie ausprobiert. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja. So. Du weißt schon, etwas korrekt. Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. So. Ja. Kann ich denn hier jetzt... ich will ein Visier. Wo ist denn verbesserter Verschluss, verlängerter Scharfschützen... Schützengriff. Hä? Moment. Großes Magazin. Wo ist denn hier Visier? Kommt das hier drauf? Nee, das sind nur die Verschlüsse. Okay, wo ist denn... Hä? Kann ich da kein Visier jetzt mehr draufhauen? Besserter Verschluss, verlängerter kurzer Lauf. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Piper, da bist du ja. Großes Magazin, Standardvisier. Hä, wie bin ich gerade blöd? Wie kriege ich denn jetzt... Das sind ja nur die Griffe. Okay, da habe ich schon ein großes Magazin. Da ist Visier. Ah, okay. Welches habe ich denn? Warte mal. Reflexvisierkreis. Welches ist denn das Beste? Ich denke mal, das geht immer weiter nach unten, ne? Ja. Dann nehmen wir das hier. Ja, mach anfertigen. So, jetzt ist sie nämlich echt gut. Schon. Können wir noch irgendwas machen? Okay, die ist nämlich schon sehr gut, finde ich. Kann man hier noch was? Nee, ist auch schon das Bessere. Okay. Was haben wir da? Ach, guck mal. Ja, das ist wirklich, die ist echt schon gut, ey. Mit dem Visier ist die echt Hammer jetzt.
Ein großes Magazin konnten wir nicht noch. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Dann haben wir das auch mal gemacht. Ja, verlassen. Tue ich die mal eben in meine Favoriten rein, bevor ich das vergesse. Waffen. Wo haben wir sie denn? Die Powerfaust, die tue ich auch mal in die Favoriten, ne? Aber wo? Hier an der Leuchtpistole. Komm, die brauchen, benutzen wir eh nicht. So. Und wo ist die jetzt? Die habe ich ja. Da ist sie. Ja, jetzt ist die schon echt gut. Geil. Das macht echt Spaß. Das ist ein super, super Konzept, ey. So, warte mal. Was habe ich denn jetzt hier? Da habe ich die... Hä? 44 Pistole. Ach, das ist die kleine. Kann ich die vielleicht auch noch aufwerten, so, wenn wir gerade hier so bei sind? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Wer bist du? Wer redet da? wo ist sie denn? Die hier. Guck mal, da kann ich auch schon mal ein bisschen was Besseres machen. Komm. Ich krieg nämlich dadurch auch, Erfahrungspunkte. Komfortgriff haben wir schon. Ach, guck mal, die kann man gar nicht. Okay. Warte mal, aber verbesserte Vergrößerung, überlegene Präzision durch das Visier. Erhöhte Fokus und erhöhte Präzision. Moment. Gewicht plus Wert plus Präzision. Ah, guck mal, das ist doch nicht immer das Unterste, das Beste. Naja, aber es ist ja trotzdem okay jetzt, wie ich es gemacht habe. So, was haben wir denn noch? Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich den aufwerten soll, weil ich habe so das Gefühl, wenn wir da jetzt noch einen besseren finden zum Beispiel, wobei Flammenwerfer findet man nicht so oft, ne? Ja, das lassen wir aber erstmal. Die Plasmapistole. Guck mal, kann man die noch? Gewicht. Okay. Ach, guck mal. Boah, die kann noch besser. Noch. Können wir das? Ja, dann machen wir das mal. Geil. Ist sie noch stärker. Das ist schon sehr geil. Kurzer Lauf. Streuer. Gewicht, Wert. Okay, aber Präzision weniger. Ist doch kacke. Aber was macht die? Verschießt mehrere Projektile, verbesserter Schaden, mangelhafte Präzision. Aha. Sie haben mir nicht das ist gesagt. Gar nicht so schlecht, Vortec. Weil es mit der... Nur alle ihre Formulare ausfüllen. Ja, mit der muss ich jetzt nicht so präzise schießen, weil dafür habe ich ja die anderen, ne? Sollte ich vielleicht mal machen, ne? Mehrere Projektile, das ist cool. Komm, wir machen das. So, Standardgriff. Was haben wir da noch? Komfortgriff. Ja, komm. Ja. So, und was haben wir hier? Bessere Präzision und Wert. Aber schwerer wieder. Ist aber nicht so schlimm. Mach ich. Dann gleicht das ein bisschen aus mit dem Rumgeschieße. Ah, verlassen. Ja. Ach, ich wollte ja auch eigentlich ein paar Sachen in den Laden reintun, ne? Dass ich das verkaufen kann. Ich habe ja hier so viel Kram drin. Hm. Ich habe noch nie was stehst du denn da so rum? Und immer liegt der Affe irgendwo rum. Aber ich wollte den ja eh mal wegtun, ne? Ich habe Munition übrig, falls du welche brauchst. Ach, du bist das! Also, es geht bergauf. Diesmal kann ich es wirklich spüren. Ah, du bist das, der so redet. Ja, wir hatten dich ja hier hingeschickt. So, pass mal auf, du kriegst schon mal den Helm. Hey, stopp, ey, bleib mal stehen. Aufgepasst. Und? Obwohl? Warte mal, abbrechen. Vielleicht nehme ich die Piper jetzt mal mit, ne? Die hatte ich jetzt die ganze Zeit nicht dabei. Wo ist denn die Piper? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Ja. Piper, wo bist du? Schläfst du schon? Und Dogmeat weiß ich auch nicht, wo der ist. Wo ist Dogmeat? Da hinten laufen welche rum. Du patrouillierst. Habe ich die Piper hier hingestellt irgendwo? Kann das sein? Nee, du bist der 666-Bot. Ihr seid alle nicht Piper.
Sonst muss ich doch erstmal McGreedy mitnehmen. Ich kann ihm ja immer die Klamotten dann auch ausziehen dadurch, ne? Genau. Komm mal her, komm, du kriegst jetzt den Helm auf. Wir nehmen Piper das nächste Mal mit. Bleib mal hier, bleib mal stehen. Aufgepasst. So. Das wäre doch nötig gewesen. Ja, doch. Doch, das ist nötig, damit du nicht so schnell immer in die Knie gehst. So. Ach nee, Waffen, Kleidung. So, das. Und dann ziehst du das mal an, bitte. Ausrüsten. So. Dann siehst du nicht nur cool aus, sondern bist auch schon mal ein bisschen mehr geschützt. Okay, und dann pennen wir jetzt und dann gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir ja alles hier hingebracht, ne? Ewig wollte ich jetzt hier auch nicht verbringen. Ja. So. Mich vorher noch. Nee, Red Array lohnt sich noch nicht. Okay, dann schlafen wir aber mal ein paar mehr Stunden. So, 6. Alles klar. Dann gute Nacht, Leute. Gute Nacht.